So, und damit herzlich willkommen zu einem kleinen weiteren Let's Show. Und heute wollen wir uns ein kleines Puzzlespiel mal anschauen. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau, in welche Richtung das Spiel so gehen wird. Es hat sich auf jeden Fall nicht gerade die leichteste Konkurrenz rausgesucht, mit der es sich vergleicht. Nämlich vergleicht es sich mit meinem persönlichen Lieblingsspiel Portal. Also bin ich sehr, sehr gespannt, was die Story und die Mechaniken hier in Hourglass angeht. Das Spiel ist von deutschen Entwicklern und bei denen möchte ich mich auch erstmal noch an der Stelle bedanken für einen Key des Spiels, damit wir uns das Ganze anschauen können. Und je nachdem, wie uns das Ganze gefällt, kann es auch gut sein, dass wir das Spiel komplett durchspielen. Gerade wenn es eine gute Story hat, denn das kann eine ganze Menge hermachen bei einem Puzzlespiel meiner Meinung nach. Aber ich würde sagen, jetzt wollen wir erstmal hier reinschauen. Seven-year-old archaeologist Arthur McConner is now missing for more than 2 weeks. His latest expedition in Egypt was... Archaeologist Arthur McConner never returned from his last expedition. The 47-year-old father was known for his research about ancient Egypt and its technological capabilities. His neighbors said... For 14 days, the rescue team have stopped the search for Arthur McConner. The man who was leading the search said in an interview that it is highly unlikely for the archaeologist to still be alive. McConner's last GPS signal came from... Da sind wir nach dem kleinen Intro und ich glaube, wir spielen Arthurs Tochter. Zumindest, wenn ich das soweit aus dem kleinen Intro da richtig herausgesehen habe. Und wir haben uns scheinbar auf die Suche nach unserem Vater begeben. Sind hier auch irgendwo... Ich vermute mal stark in Ägypten, bei dem Fluss, wo der gute Arthur letztes Mal gesehen wurde. Hier ist auch noch ein zweites Boot, wie ich gerade sehe. Das heißt, irgendjemand muss hier angelegt haben zu irgendeinem Zeitpunkt. Und ich meine, die Statuen hier sind schon mal so ein bisschen ein Hinweis darauf, dass hier irgendjemand oder etwas war. Müssen wir nur noch herausfinden, wo es hinging für Arthur oder wer auch immer hier war. Okay, da hat jemand ein Lagerfeuer gemacht. Ich glaube, wir können nicht klettern, wie es aussieht. Zumindest bisher nicht. Das hört sich irgendwie so ein bisschen sehr mysteriös an. Hier in der Nähe. Ist vielleicht aber auch nur der Luftzug. Ja, hier hoch kommen wir auf jeden Fall nicht. Aha. Oh. Sieht so aus, als würden wir unsere erste Mechanik erlernen. Der Klassiker.
Würfel und eine Plattform. Ich muss sagen, einige Sachen erinnern mich grafisch, das ist definitiv nicht negativ gemeint, ein bisschen an Call of the Sea, was ja auch ein Story- und Puzzle-Game war, was wir vor ein bisschen längerem, aber nicht so super langem, auch hier auf dem Kanal gespielt hatten. Auch ein super Spiel. Okay, hier hat jemand uns schon die Tür geöffnet. Allerdings würde ich ganz gerne diesen zweiten Cube, den ich hier sehe, mitnehmen. Der ist garantiert nicht umsonst hier. Also, warum nicht? Ja, da braucht man schon. Sehr gut. Da sind wir bei diesem riesigen Tor. Ist hier sonst noch etwas? Schöner kleiner Indoor Private Beach. Und wir können scheinbar nicht schwimmen. Das ist natürlich schade. Hätten wir uns besser vorbereiten sollen, mal kurz einen Schwimmkurs machen oder so. Hier drin dröhnt es aber ganz schön. Okay, es geht hier scheinbar immer um dieses eine gleiche Symbol. So ein bisschen ein Pfeil nach unten. Wie so eine Speerspitze, wenn man es, ne, hier vergleicht mit so einer Speerspitze. Hat auch damit seine Ähnlichkeiten. Okay, hier ist ein verschütteter Eingang. Das ist für uns allerdings kein Problem. Wir gehen einfach weiter. Hier hätten wir wieder eine Tür, allerdings haben wir keinen Cube. Weil ich glaube, wir haben gerade die hauptsächliche Game-Mechanik des Spiels gelernt. Nämlich so ein wenig das Spiel mit der Zeit. Und das ist so eine Sache, die ich hier im Trailer zum Spiel schon gesehen habe und die ich auch ziemlich cool finde, dass man letztendlich nämlich, wenn man eins dieser Tore hat, dieser mystischen Tore, kann man da durchgehen, Dinge tun und letztendlich damit sich selbst dann helfen, als wäre man zwei Personen. Okay, wir müssen das aber ein bisschen anders machen, wie ich sehe. So, holen wir uns das erstmal selbst zu. Shit, das war trotzdem zu früh. Okay, müssen noch ein bisschen später. Sekunde, wir holen uns das Ganze vielleicht einfach erstmal so zurück. Dann warten wir. Ja, jetzt haben wir ja gut Zeit, mir rüber zu gehen. Sehr schön. Da sind wir in unserem ersten deutlich größeren Raum. Okay, hier hinten steht irgendein Krug.
Wir müssen ihr scheinbar wieder eine Plattform aktivieren oder zumindest sieht so ein bisschen danach aus. Wir haben auch wieder ein Q. Okay, aber hier hoch kommen wir damit schon mal noch nicht. Oh. Okay. Können wir uns das hier ein wenig aktivieren? Jetzt ist nur die Frage, wo geht es weiter? Ich meine, ich sehe hier geht es nach oben, aber... Ah. Ich stelle mich mal da drauf. Ah. Okay, ich weiß nicht, ob wir den Cube von unten hätten mitnehmen müssen. Ich habe es jetzt erstmal nicht getan. Okay, den können wir verschieben. Dann würde ich mir den erstmal hier nach hinten holen. Ne, und dann lasse ich mein anderes imaginäres Ich. Ja, ich würde den gerne loslassen, danke. Ah, okay, aber wir haben auch so eine kleine Reinzoom-Mechanik. So. Sehr schön. Da drüben sind wir. Dann gehen wir doch mal direkt in die nächste Kammer hier. Aber alles auch riesige unterirdische Höhlen, ne? Okay, hier haben wir wieder so eine Plattform. Dieser Pfad führt zurück. Wohin? Ja, darüber. Zu einem Knopf. Okay, damit können wir scheinbar einmalig darüber. Okay, so basically müssen darüber und dann möglichst schnell wieder zurückkommen. Wie soll man das denn schaffen? Hier kann ich ja nicht rüber zurück. Das hier ist, wenn wir halt schon ein Cube hätten, könnten wir den ja nutzen. Aber ein Zurück ist halt jetzt auch nicht mehr drin, ne? Ja, nee, Sekunde. Deaktivier es nochmal. Wir können natürlich auch einfach mal so rübergehen. Aber ich glaube, dann kommen wir nicht mehr zurück. Ja, genau das habe ich nämlich vermutet. Jetzt haben wir halt keinen Rückweg mehr. Hm.
Ich meine, wir können natürlich sagen, ich lasse den hier. Dann begehen wir Suizid und hoffen, dass der Cube dort noch liegt. Ja, aber nicht mehr auf der Plattform. Okay, wir müssen uns irgendwie den Rückweg ermöglichen. Haben wir hier oben? Ah. Was machst du denn? Du machst da hinten auf. Aber das hilft uns doch nicht. Oder kann ich den Knopf hier von da unten drücken? Nee. Nein, du darfst mich nicht outrunnen. Es gibt mir einfach den gesamten Raum gerade. Nein! Oh, damn it. Shit, die Entwickler haben das bedacht. Aber was ist dann ihre Lösung hierfür? Das schafft man ja halt nicht. Nee. Ich habe wirklich mein Bestes probiert. Ich habe das Gefühl, das Teil outrunnt mich halt auch jedes Mal. Nee, das hier wollen sie nicht, dass man das macht. Das hier ist halt tricky. Weil halt auch irgendwie vielleicht die Möglichkeit hätte, zurück da irgendwie rüber zu werfen. Aber hier ist halt auch nirgends ein Knopf oder so. Die Plattform kann man auch nicht anders aktivieren. Oh, was wir natürlich tun könnten. Oh, ja, ja. Ups. Warte, wie konnte ich da nochmal abbrechen? Okay, so nicht. Wir warten mal kurz ab. Obwohl, das können wir auch nicht nehmen. Wir müssen hier erst nochmal die Plattform triggern. Obwohl, das funktioniert. Funktioniert das dann? Egal, wir schauen einfach mal. Okay. Hätte ich mitdenken können. Hätte ich mitdenken können. So, wir gehen unseren QB mal gerade holen. Weil ich habe die ganze Zeit gerade so sehr darauf beruht, dass wir selbst darüber können, dass ich komplett
verpeilt hatte, dass wir ja auch einfach unser Geist-Ich rüberschicken können. Huch. Oh. Cube an der Ecke verloren. Hier sonst nichts, ne? Nicht, dass ich jetzt da runterspringe und irgendwas liegen lasse, aber nope. Okay, die Plattform fährt nach da oben. Sonst aktivieren wir damit scheinbar nichts gleichzeitig. Aber ich vermute, das ist wahrscheinlich absichtlich so gebaut, dass ich nicht mehr... ja, sowieso nicht. Nee, da kommen wir nicht mehr rechtzeitig hin. Mhm. Können wir den eigentlich auch von oben greifen, nur um es ausprobiert zu haben? Okay, nein, können wir scheinbar nicht. Können wir nur von vorne greifen. Und springen können wir damit scheinbar auch nicht wirklich. Okay. Müssen wir aber eigentlich. Aber no, springen ist damit nicht wirklich drinne. Mal gucken, was der Knopf da drüben macht. Okay. Dann brauchen wir es nicht. Ja, ne? Hätte ich jetzt erstmal das hier gesagt. Aber ich glaube, das wird nicht lang genug ausreichen. Nee. Habe ich vermutet. Okay, dann machen wir es anders. So. Das sieht doch nach einem Plan aus. Sag mir nicht, dass ich da oben jetzt einen Button brauche. Nicht einen Button, einen Cube brauche. Das wäre nicht gut. Aber nein. Scheint richtig gewesen zu sein. Oh, geht's nach draußen. Da vorne wird's heller. Ja. Das sieht doch mal ziemlich Wow. Also mit der habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe schon gedacht, das wäre impressive, aber... Ne? Aber scheinbar können wir noch nirgends davon hin. Okay, haben wir einmal einen Käfer, einen Krokodil und eine Schlange. Hier brauchen wir aber noch irgendwas. Das hier sieht zwar alles irgendwie so ein bisschen wie Knöpfe aus, aber ich vermute, wir brauchen irgendwas, damit die funktionieren. Aber da vorne... Sitzt da jemand? Okay. Wow. After all those years, I finally found it. The Great Gate of Egypt. I wonder what ancient mystery it may hide. So, if I interpret the symbols correctly, opening the gate has something to do with these missing seals. The rest is harder to decipher. It's strange, but there is something written about a place above the clouds. I guess I'll have to find out what that means.
This whole place looks like a huge mechanism, probably driven by those buttons, but only one seems to work. Okay. Einer scheint zu funktionieren. Ich musste mir gerade kurz bei Place Above the Clouds, musste ich mir gerade kurz einen Cloudpunk-Joke verkneifen. Aber schönes Wortspiel. So, hier haben wir irgendwelche Runen. Nur ein Knopf scheint zu funktionieren. Hier können wir nichts drücken. Ich vermute, wir müssen noch mal nach draußen gehen. Kann sein, dass wir das hier erst finden sollten. Und das hat wahrscheinlich irgendwas aktiviert. Also wäre jetzt zumindest meine erste Vermutung, weil es sah jetzt nicht so aus, als hätte ich da drin irgendwo einen Knopf drücken können. Ja. Das nenne ich noch mal eine Möglichkeit, die Brücke dazu bewegen, ne? Warum nicht? Hier haben wir irgendein Layout. Da ist die Pyramide. Da sind die drei Häuser, also die drei, ja, wie soll man sagen, Aufgaben, vermute ich. Da haben wir nochmal einen Cube. Teleportation. Beziehungsweise. Ja, wir können uns dann einen Cube herstellen. Aber der wird auch resettet, wenn wir uns einen neuen machen. Aha, aha. Hier geht's noch nicht für uns rüber. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir unseren Cube von drüben gleich holen müssen. Bin mir allerdings ehrlich gesagt noch nicht sicher, wie. Das wäre meine erste Vermutung gewesen, aber das funktioniert natürlich nicht. Ne? Merken wir selbst. Aber hier drüben einen neuen herzustellen, bringt uns ja erstmal auch nichts. Ach, okay, das ist auch eine Aktivität, die scheinbar nicht unser Geist, der ich tun kann. Hier oben etwas? Ja. Allerdings. Hier kriegen wir nichts hochbefördert. Außer. Wir können uns den dann selbst aus der Hand nehmen. Das habe ich noch nicht. Also dazu hat man noch keine Gelegenheit, das auszuprobieren. Ich glaube es aber beim besten Willen nicht. Nee.
Ah, machen wir uns mal lieber wieder auf hier drüben. Weil hier sollen wir auch noch nicht hochkommen. Okay, selbst auf den können wir nicht stehen, scheinbar. Ich bin gerade am überlegen, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, wenn wir uns den hier zurücksetzen. Weil das kann ja. Also bin mir ziemlich sicher, dass das nicht einfach nur so hier ist. Ob uns das irgendwas bringen kann. Wenn wir uns den halt hier zurücksetzen, haben wir den hier drüben nicht mehr, aber wir müssten den ja immer noch hier dann hochbekommen irgendwie. Und dafür sind wir einfach, also dafür können wir einfach zu wenig springen, nachdem wir den aufgenommen haben.